Das Siegburger Restaurant Medo verbindet historisches Ambiente mit mediterranen Speisen. In idyllischer Lage direkt am Mühlengraben haben unsere Besucher einen guten Blick auf die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Eine anspruchsvolle Gastronomie, die in ihrer Vielfalt eine erstklassige Küche bietet, entführt ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeeres. Unsere reichhaltige Speisekarte der türkisch-mediterranen Küche bietet Ihnen schmackhafte Grill- und Pfannengerichte, Fisch- und Lammspezialitäten ebenso wie vegetarische Speisen und leckere Desserts. Genießen Sie bei uns dieses einzigartige mediterrane Flair. Das Medo-Team freut sich auf Ihren Besuch. Anfang März veranstaltete der Verein Leben mit Krebs anlässlich seines 10-jährigen Bestehens im Kreishaus Siegburg eine Vernissage mit dem Titel Bilder als Brücke zur Sprache. Präsentiert wurden zahlreiche Gemälde, die krebskranke Frauen unter Anleitung von Kunsttherapeutin Monika Nausetzer-Wallisch gemalt haben. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen hier. Landrat Friedjof Kühn eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit dem Siegburger Bürgermeister Franz Huhn und Ingrid Schürheck, der ersten Vorsitzenden des Vereins. Zu den Künstlern, deren Werke ausgestellt werden, zählt auch Beate Meyer. Sie suchte nach ihrer Brustkrebsdiagnose den Verein auf und entdeckte dort das Malen als neues Hobby. Das Angebot von Leben mit Krebs half ihr, mit der schwierigen Situation besser zurechtzukommen. Das Malen ist für mich oder war für mich insbesondere während der Chemotherapie die pure Ablenkung. Wenn ich male, konzentriere ich mich auch nur aufs Malen und vergesse eigentlich die Welt um mich herum. Also auch die ganzen schlechten Dinge, Chemotherapie, die Erkrankung, das Thema Krebs überhaupt, verschwindet in dem Moment, wenn ich male, aus meinem Kopf. Ihr Bild Selbstzeugnis zeigt Beate Meyer zur Zeit der Chemotherapie. Anfangs hatte sie noch Zweifel, ob sie überhaupt malen kann, legte diese jedoch durch die herzliche Aufnahme in den Verein schnell ab. Wo ich das erste Mal da war, bin ich da rein in das Atelier und die waren, also die ganze Gruppe, Frau Nausetzer-Wallisch vorneweg, ja, die stand mit offenen Armen da und hat mich da empfangen, ganz, ganz herzlich und das war ein so überwältigendes Gefühl und die ersten Sorgen, die ich hatte, oder Zweifel waren erstmal weg. Ja, und dann habe ich da meine Geschichte erzählt. Und dann kamen die Zweifel wieder, weil ich habe ja dann die tollen Bilder an der Wand hängen sehen. Und dachte, oh Gott, nee, so toll kannst du nicht malen und kannst sie eigentlich nur blamieren. Aber ich war ja nicht alleine und ich hatte immer genau die Unterstützung, die ich brauchte fürs Malen. Und ich weiß noch, als mein erstes Bild fertig war, ich war so stolz, das war einfach nur klasse. Also Gesichter fand ich ja schon immer spannend und irgendwann dachte ich, warum soll ich das nicht mal probieren, ein Gesicht zu malen? Und dann hatte ich erst mir ein anderes Motiv gesucht und das gemalt und dann habe ich gemerkt, das geht besser als ich dachte und habe mich dann halt selbst getraut, mich selbst zu malen. Vor 6 Jahren nahm Leben mit Krebs Malen als psycho-onkologisches Angebot mit in sein Programm auf. Dabei hilft die künstlerische Betätigung den Betroffenen sehr, die Diagnose Krebs besser zu verarbeiten und die neue Lebenssituation zu meistern. Auf die Entwicklung, die der Verein seit seiner Gründung genommen hat, ist auch Ingrid Schürheck sehr stolz. Leben mit Krebs wurde vor 10 Jahren im März in St. Augustin mit 17 Mitgliedern gegründet und hat sich bis heute auf 100 Mitglieder, also gerade heute hat sich das 100. Mitglied angemeldet, ist es angewachsen. Wir haben bereits in der AOK Rheinland-Hamburg vor 3 Jahren eine Ausstellung machen dürfen und vor 2 Jahren im Rathaus der Stadt St. Augustin unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Klaus Schumacher. Ja, und heute jetzt hier. Solche Angebote machen zu können, das macht uns schon stolz. Für eine musikalische Untermalung des Programms sorgte der Siegburger Chor Klangart, der mit Gesangseinlagen die Eröffnungsfeier begleitete. Wer sich selbst ein Bild von den Kunstwerken machen möchte, hat noch bis zum 30. März Gelegenheit, die Ausstellung in Siegburg zu besuchen.